Hallo liebe Reisefreunde und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wie einige von euch bereits wissen, waren wir vor einigen Wochen auf Teneriffa und haben euch natürlich mal wieder die Top 7 besten Fotospots herausgesucht. Teneriffa ist wirklich eine Insel für jeden Reisetypen. Ob Wanderer, ob Strandlieger, ob Fotografen, hier ist wirklich für jeden was dabei. Ich selber habe die Insel wirklich super unterbewertet vorher, denn so viele Fotospots, wie es hier gab, die würden gar nicht alle in das Video hier passen. Wenn ihr nach meinem Video immer noch nicht genug von Teneriffa habt und immer noch Inspiration braucht, dann könnt ihr auch gerne auf meinen Instagram-Account gehen und euch dort noch ein bisschen Inspiration suchen. Und natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert uns auf YouTube und auch auf Insta, da würden wir uns echt sehr freuen. Jetzt geht's aber erstmals zu den Top 7 Fotospots. Viel Spaß! Top 7 meiner Teneriffa-Fotospots ist der Arco de Tarajo. Die attraktiven Felsformationen lassen euch in einen nordamerikanisch ähnlichen Kontinent eintauchen. Der eher unbekannte Torbogen liegt im Süden der Insel und ist super leicht von der Autobahn aus zu erreichen. Die trockenen Pflanzen um ihn herum bieten euch kreative Winkel, um ein cooles Foto zu schießen. Der nächste Fotospot auf meiner Liste liegt im Norden der Insel, der Lorbeerwald. Er verzaubert euch durch seine mystischen Pflanzen und lässt euch in eine fabelartige Welt eintauchen. Die Lorbeerwälder sind überall im Anaga-Gebirge zu finden. Die genauen Koordinaten unseres Spots findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Fotoschießen! Krasse Aussicht, oder? Top 5 meiner Teneriffa-Fotospots liegt im Herzen des Anaga-Gebirges. Vom Mirador Hacia Taganana habt ihr nämlich diese atemberaubende Aussicht und könnt ein episches Foto schießen. Ihr fragt euch jetzt sicher, wo hier der nächste Fotospot sein soll. Ich zeig ihn euch. Direkt neben diesem Strand gibt es nämlich einen Tide Pool, welcher genau wie ein Herz geformt ist. Cool, oder? Wer eine Drohne hat, kann sogar ein einzigartiges Foto von oben schießen. Doch für meine Fotospots braucht ihr keine Drohne. Von der Treppe sieht das Bild nämlich genauso cool aus. Schaut selbst. Top 3 meiner Lieblingsfotospots auf Teneriffa ist das kleine Bergdorf Masca. Sowohl morgens als auch bei Abendstimmung ist das Dorf ein echter Hingucker. Wir waren in der Abenddämmerung dort und haben ein tolles Bild mit den Dorflichtern schießen können. Schaut her! Den nächsten Spot auf den zweiten Platz zu setzen, ist mir ganz und gar nicht leicht gefallen. Der Leuchtturm am Punta di Teno ist der schönste, den ich je gesehen habe. Die rot-weißen Farben stehen im starken Kontrast zu den schwarzen Felsen und lassen den Leuchtturm nicht nur bei Nacht aufleuchten. Obwohl er eher im abgelegenen Südwesten der Insel liegt, würde ich definitiv empfehlen, hierher zu kommen und ein einzigartiges Foto zu schießen. Bei dem schönsten Fotospot auf Teneriffa schaut ihr direkt auf diesen gigantischen Vulkan. Wir sind sehr früh aufgestanden, um bei Morgenlicht hier oben zu sein und was soll ich sagen? Es war einfach atemberaubend, das erste Sonnenlicht auf der Spitze des Vulkans zu beobachten, während das Wolkenmeer um uns herum immer heller wurde. Unseren kleinen Geheimspot packe ich mit den genauen Koordinaten unten in die Videobeschreibung. Viel Spaß beim Fotos machen! So, und das waren sie, meine Top 7 Fotospots von Teneriffa. Wie ich eben schon erwähnt habe, könnt ihr natürlich gerne auf meinem Instagram-Profil nachschauen und noch weitere Inspirationen und Reisetipps sehen. Mich würde jetzt auf jeden Fall auch mal interessieren, von welchem Ort ihr gerne tolle Fotospots sehen würdet. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo bei Insta und ein Abo hier bei YouTube freuen. Bis bald!